Hi, wie ihr vielleicht schon am Titel des Videos erkennen konntet, geht es heute um die Kylie Bible Palette, die sie zusammen mit BH Cosmetics rausgebracht hat im letzten Jahr. Ich konnte gar nicht so viele, vor allem keine deutschen Reviews oder wenig deutsche Reviews zu dieser Palette finden auf YouTube. Deswegen dachte ich, dass es vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein könnte, wenn ich jetzt mal ein Video darüber mache. Die Palette war nämlich sehr lange ausverkauft. Jetzt gibt es sie aber wieder. Also ich habe sie, heute ist Samstag und ich hatte sie am Mittwoch bestellt. Also sie müsste eigentlich noch erhältlich sein. Um die Palette ist ja ein sehr großer Hype entstanden, was, glaube ich, viel damit zu tun hat, dass Kylie Bible eine sehr erfolgreiche YouTuberin ist. Ich muss sagen, dass ich die Palette nicht von Anfang an haben wollte. Ich dachte, ich brauche sie einfach nicht. Und ich habe auch eine Palette von BH Cosmetics, mit der ich leider nicht so zufrieden bin, was die Pigmentierung und die Konsistenz der Farben angeht. Aber nachdem ich jetzt doch so viele gute Sachen gelesen habe, habe ich mich doch dazu entschlossen, sie zu bestellen, weil der Preis von 12,50 Euro plus 3 Euro Versand einfach unschlagbar ist auf der BH Cosmetics Seite. Und ja, ich zeige sie euch jetzt erstmal. So sieht die Palette aus. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass es nicht so meins ist. Also es ist halt eine Pappverpackung, die mit so einem Magnetverschluss zu schließen und zu öffnen ist. Hier steht halt BH Cosmetics und Kylie Bible und im Hintergrund sieht man halt, ja, das ist halt wie so ein Sofakissen. Ich weiß nicht, ich zeige euch das mal von Namen. So sieht die Palette aus. Und die Palette enthält 14 Lidschatten- und Highlighter-Töne. Um nochmal zur Verpackung zu kommen, hier hinten habt ihr halt alle Informationen drauf, so Inhaltsstoffe und hier steht nochmal ein kleiner Text über Kylie Bible und die Lidschattenpalette auf Englisch und Französisch. Und hier hinten steht nochmal Kylie Bible mit so einem kleinen Vogel. Und ja, ich zeige sie euch natürlich jetzt erstmal. Das ist die Palette. Ich mache mal hier die Folie ab. So sieht die Palette aus. Wie ihr sehen könnt, sind es eher neutrale Farben, so wie Braun- oder Cremetöne und auch Rosa, was sie natürlich sehr, sehr alltagstauglich macht. Hier ist noch ein großer Spiegel und darunter steht Aspire to Inspire. Ja, wie ihr sehen könnt, sind die Highlighter-Töne etwas größer als die Lidschattentöne und die haben auch nochmal so eine Prägung mit so einer Blüte, würde ich sagen. Und eine Sache, die mir direkt aufgefallen ist, als ich die Palette geöffnet habe, ist, dass sie sehr, sehr chemisch riecht. Also der Geruch ist jetzt nicht so angenehm, aber ich hoffe mal, dass der ein bisschen verfliegt noch. Aber wenn man davon mal absieht, dann seht ihr, dass es wirklich sehr, sehr schöne Farben sind. Die obere Reihe ist eher matt, bis auf diesen Ton. Der glänzt oder schimmert sehr. Und ja, ansonsten ist die Palette halt sehr, sehr schimmerlastig. Und die Töne, die mich davon überzeugt haben, diese Palette zu kaufen, sind tatsächlich diese beiden Mauve-Töne hier oben. Weil ich bei Kylie Bible so einen schönen Look gesehen habe mit so Mauve-Tönen. Und ja, ich auch solche Töne, glaube ich, meine ich, noch nicht besitze. In der Naked 3 sind zwar auch viele Rosa-Töne, aber ja, die beiden hier haben es mir besonders angetan. Ich habe die Palette heute auch schon benutzt und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich die Qualität der Lidschatten wirklich gut finde. Sie krümeln zwar ein wenig und sind ein bisschen staubig, wenn man sie mit dem Pinsel aufnimmt, aber ich denke mal, das muss sein, damit die Pigmentierung so gut sein kann. Ich finde die Pigmentierung nämlich wirklich sehr gut, auch von den Schimmertönen. Ich habe die Palette nämlich heute schon verwendet und zwar diese drei Töne hier, also die zwei Mauve-Töne und diesen etwas bräunlichen neutralen Ton. Und dann habe ich auf meinem beweglichen Lid noch diesen schimmernden Ton hier aufgetragen. Ich hoffe, ich blende euch jetzt nicht mit dem Spiegel. Und diesen Highlighter-Ton habe ich aufgetragen. Ich kann euch das jetzt mal von Namen zeigen. Wie ihr sehen könnt, sind die Lidschatten wirklich gut pigmentiert und auch der Highlighter schimmert sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, ich glaube, ihr könnt es sogar hier noch so sehen. Also der ist wirklich, oh Gott, ich glaube in der Kamera glänze ich wirklich wie eine Speckschwarte. Ja, aber ich bin auf jeden Fall sehr begeistert. Ich habe auch den schimmernden Lidschatten auf meinem beweglichen Lid ohne Fix Plus aufgetragen. Also ich mache ja sonst immer meinen Pinsel feucht und nehme das dann auf. Aber ich wollte einfach mal testen, wie das sich so alleine verhält. Und ich muss sagen, dass er trotzdem sehr gut pigmentiert war. Also Hut ab. Deswegen finde ich auch den Preis einfach unschlagbar, weil ich die Qualität wirklich sehr gut finde. Das hätte ich nicht erwartet und deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich die Palette gekauft habe. Natürlich swatche ich euch jetzt auch mal noch ein paar Farben.
Wie ihr seht, sind die wirklich sehr, sehr gut pigmentiert. Die schimmernden noch fast etwas besser als die matten, würde ich sagen. Was mir an der Palette jetzt noch ein bisschen aufgefallen ist, ist, dass manche Highlighter den Lidschatten sehr ähnlich sehen, beziehungsweise umgekehrt. Ich mache das jetzt mal im Swatch-Test. Okay, in echt ist es noch ein bisschen unterschiedlicher als im Fändchen. Auf dem Mittelfinger seht ihr den Highlighter und auf dem Zeigefinger den Lidschatten. Sie sehen ein bisschen verschieden aus, aber sind schon recht ähnlich. Genauso finde ich es beispielsweise mit diesem Highlighter und diesem Lidschatten. Die sind sich, wie ihr sehen könnt, auch recht ähnlich. Im Swatch auch wieder ein bisschen anders. Das finde ich ein bisschen schade, weil man natürlich die Highlighter sowieso auch als Lidschatten verwenden kann. Da hätten die, wenn die andere Lidschattenfarben verwendet hätten, natürlich noch ein bisschen mehr Vielfalt reingebracht. Weil man wahrscheinlich auf dem Augenlid nicht einen großen Unterschied sehen wird, ob man jetzt diesen Highlighter oder diesen Lidschatten benutzt hat. Also ich denke, auf dem Augenlid kommt es auf selbe rum, was halt ein bisschen schade ist. Was natürlich sehr gut ist, ist, dass es Highlighter wirklich für jede Hautfarbe gibt. Dieser hier ganz außen ist für mich natürlich auf gar keinen Fall ein Highlighter. Was natürlich auch sehr schön ist, ist, dass die Palette tierversuchsfrei hergestellt wurde. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel durcheinander geredet. Ich kann euch die Fakten ja nochmal zusammenfassen. Und zwar kostet die Palette auf der BH Cosmetics Seite 12,50 Euro. Ihr erhaltet damit 14 Lidschatten- und Highlighterfarben, die sehr gut pigmentiert sind und das Geld wirklich wert sind. Ihr habt es anhand der Swatches und in meinem Gesicht gesehen, weil ich mich ja heute schon damit geschminkt habe. Also die Qualität der Lidschatten ist wirklich super, weshalb ich die Palette auch weiterempfehlen kann. Was ich auch sehr, sehr gut fand, was ich eben nicht erwähnt habe, ist, dass sie eingeschweißt ankam. Das heißt, man kann sich sicher sein, dass weder vorher noch jemand reingepackt hat oder dass sie halt während des Transportes noch hätte kaputt gehen können dadurch. Und ja, was ich halt nicht so gut finde, ist, dass ein paar Highlighterfarben den Lidschatten sehr ähneln, beziehungsweise andersrum. Was natürlich ja, einfach schade ist, weil man es anders hätte nutzen können, man hätte noch ein paar mehr Farben reinbringen können. Ja, was ich auch nicht so mag, ist den Geruch. Der ist natürlich nicht Absicht, also es ist ja kein Parfüm, was ich jetzt nicht mag, sondern einfach dieser chemische Geruch. Allerdings hoffe ich, dass der noch ein bisschen verfliegt. Und das, die Palette ist halt vom Design jetzt nicht so meins, aber das ist natürlich totale Ansichtssache, weil ich habe schon viele oder von vielen gehört, dass sie das Design total super finden. Und ja, also wie gesagt, ich kann euch die Palette auf jeden Fall weiterempfehlen für den Preis. Wie lange es sie noch geben wird, weiß ich nicht, weil ich auch nicht weiß, ob sie limitiert ist oder nicht. Aber wie gesagt, wenn ihr solche Farben mögt, dann könnt ihr die guten Gewissens bestellen, weil die Qualität wirklich super ist und der Preis einfach unschlagbar. Ich hoffe sehr, dass ich euch mit dem Video weiterhelfen konnte. Falls ihr noch irgendwelche Looks damit geschminkt sehen wollt oder noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt mir sehr gerne. Und ja, ihr könnt mir auch gerne schreiben, ob ihr die Palette habt, wie ihr sie findet oder ob ihr vielleicht sagt, nee, solche Farben habe ich schon genug, die brauche ich nicht, so wie ich es eigentlich sagen sollte. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal.